Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus der Türkei, aus Istanbul, zum großen Preis, ja, zum Turkish Grand Prix. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr eingeschaltet habt. Hier haben wir ein paar Picks von irgendwelchen Filmaufnahmen, die ich so im Internet finden konnte, Gott sei Dank. Und ja, das sieht schon mal ziemlich schön aus, das ist die Strecke und ich finde auch die Boxengasse ziemlich cool, sehr orientalisch, aber doch ein bisschen cool. Ich dachte doch, dass ich es schaffe, aber ja, ich bin nur ein paar Runden in der Setup quasi gefahren, kein Qualifying, kein Rennen. Wird es wahrscheinlich geben, also ich werde immer nur die paar Runden zeigen und wir werden dann einen kleinen Talk über das Rennen machen. Ich schaffe es einfach nicht. Das Setup quasi ist mir einfach ein zu wildes Game, es tut mir leid. Ich habe ein paar Trainingsrunden geschafft, habe auch mich immer ein bisschen verbessert. Abonniert gerne mal den Channel kostenlos und lasst auch gerne ein Däumchen hier oben da. Aber wie gesagt, es war einfach zu... Es ist mir einfach zu ein beschissenes Game, sorry. Schaut euch gerne auf Insta und TikTok vorbei. TikTok kommt jeden Tag 2 Videos online auf meinem Hauptchannel und natürlich auch hier auf unserem YouTube-Channel, also auf den ITU-YouTube-Channel. Schaut euch gerne vorbei, folgt uns dann natürlich auch gern. Alle Links wie immer unten in der Beschreibung. Und ja, das ist die letzte Kurve unter anderem. Es war ziemlich rutschig gestern, aber wir werden heute dafür ein XXL ausführliches... eine ausführliche Zusammenfassung vom gestrigen Training und natürlich, boah, schaut euch mal diesen Berg hier an. Und natürlich werden wir auch ein bisschen eine Prediction, die kam auch gestern zu der Season 2021, werden wir eine kleine Prediction machen. Hier haben wir ein paar Aufnahmen, tut mir leid, wenn es hier und da ein bisschen ruckelt, da hat nicht alles zusammen funktioniert. So sieht meine Mod ein bisschen aus, also ich habe mir links dieses Tachometer-Zeugs ein bisschen reingemoddet. Aber wie gesagt, ich bin nicht geil gekommen. Die KI war einfach, die war teilweise 3 Sekunden schneller. Und hier die erste Kurve, die war gestern auch schon ein bisschen wackelig. Das sind viele gerutscht, aber da kommen wir später dazu. So, dann fährst du Vollgas durch bis hier zu diesem Punkt, circa bis zur Hälfte der Curbs, weil dann wird ein kleiner roter Strich auf der Ideallinie. Ja, die Ideallinie ist sowieso unmöglich zu erkennen, was da überhaupt ist. Zack, dann geht es hier ganz schnell links, rechts. Ja, links musst du aufpassen, weil diese Stangen, Halleluja, sind diese Stangen hoch. Und dann geht es das erste Mal geradeaus beschleunigen. Wie gesagt, DS-Zonen und so weiter, kann ich nicht mal sagen. Also ich weiß es nicht, wo die DS-Zonen sind. Werden wir wahrscheinlich morgen im Qualifying sehen. Ich habe mir zwar das zweite freie Training angeguckt, aber ich habe da auch nicht rausfinden können, wo sozusagen. Ich habe es mir im OF angeguckt und da hat man einfach nie so ein bisschen die Erklärung bekommen. Oder man hat auch nie so richtig die Autos gesehen, wenn die das offen hatten. Also wir haben hier auf jeden Fall eine DS-Zone nach dieser Kurve. Ja, hier ein bisschen verbremst. Aber ich habe mich schon verbessert. 1:31.4 war meine schnellste Rennrunde. Schreibt mir gerne mal in eure Rennen. Die Formel 1 war gestern schon fast unter der 30er-Marke. Hier gibt es dann DS. Also nur als einzige Zone kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich war 2010, wie DS halt neu war, das so die einzige DS-Zone. Ja, auch in die letzte Kurve rein, in diese letzte Kombination ein bisschen verbremst. Links fährt man dann in die Box. Es wird auch ein Tumult geben, weil da geht auch die Ideallinie lang. Und zack, und hier auf die Geraden. Das war natürlich nicht die perfekteste Runde, man hat es auch gesehen. Hier und da ein bisschen verbremst, aber wir werden ein bisschen auf das gestrige Training reagieren. Lando Norris hat seinen 21. Geburtstag, natürlich Glückwünsche zu ihm und ja, das ist natürlich verdient. Ich meine, der hat auch einen coolen Kuchen bekommen, hat ein bisschen aus wie eine Filmkassette und da sind so ein paar Picks drauf gewesen von ihm, von Sainz, weil der lief da auch und die sind auch ziemlich gute Freunde und auch ein paar andere Bilder, unten so ein paar Cakes und hier ging es schon los. Diese dunkelgraue Spur hier war so ein bisschen der Hot-Magnet des ersten freien Trainings. Hier hat es nämlich eine Ölspur gegeben und die haben da mit Asbest, oder nein, nicht Asbest, ich weiß nicht, mit irgendeinem Lösemittel haben die das Ganze zusammen, Bindemittel, sorry, zusammen gemischt und dann war das so rutschig in der ersten Kurve und da brauchst du halt den Grip zum Vollgas rausbeschleunigen, um diese ganz, ganz schnelle Rechtskurve zu fahren, diese langgezogene Rechtskurve und da hat es halt gleich mal Bottas weggedreht, aber nicht nur ihn, also er war bei Gott nicht das Einzige und auch nicht das Erste, aber auch nicht das einzige Opfer. Hier haben wir auch Gasly, glaube ich, ist das, oder? Könnte auch Kvyat sein. Da hat es, glaube ich, das Gefühl, das ganze Feld einmal weggedreht. Hier nochmal Bottas von der Innenperspektive. Den hat es, glaube ich, sogar zweimal weggedreht. Also, aber das, wie gesagt, es gab keinen, der in der ersten Kurve nicht irgendeinen Fehler macht. Also, sei es verbremsen, sei es dann in die Auslaufzone fahren, sei es wegdrehen. Überhaupt die ersten paar, ja, sagen wir mal, die ersten 20, 30 Minuten, da hat es viele weggedreht. Und so hat sich dann so ein cringes Ergebnis herausgestellt. Verstappen vor Albon, der hat nur 0,2 auf Albon, dann Leclerc und die Mercedes nur auf 9 und 15. Also das ist ein
Latifi auf 11 schafft, erklärt dann wahrscheinlich schon, was da so los war. Die beschweren sich immer noch, zu wenig Grip, alle rutschen. Und da hat es auch den Weltmeister erwischt. Hamilton, den hat es auch weggedreht. Der kann dieses Wochenende auch Weltmeister werden. Aber wie genau, das gucken wir uns morgen an, weil ich habe morgen eben ein bisschen mehr Zeit. In der Hotlap werden wir uns das Ganze angucken. Die wird vor dem Rennen kommen und das Rennen halt, also die Rennenzusammenfassung kommt dann entweder nach dem Rennen, wahrscheinlich um 16, 17 Uhr. Und dann ging es weiter, das müde Rutschen, da haben wir sogar ein paar mehr Picks. Das unter anderem ein Haas, ich glaube, das war Grosjean. Auch hier ohne Grip, also die weißen Reifen sind wie Eisblöcke. Und auch ein Norris hat gesagt, das ist schlimmer, wie wenn man auf Eis fährt auf der Strecke. Und ich kann es nicht glauben, es hat doch so ausgesehen, weil teilweise sind die aufs Gas gegangen und sind sofort weggerutscht, weil da kein Anpressdruck war, kein Grip, nichts. Die Strecke ist so glatt. Und ja, auch da geht es nach oben, nach unten und dann sieht man das auch. Sogar, selbst mit den Roten hat es Latifi geschafft, sich wegzudrehen. Also die Roten, die den meisten Grip haben, am schnellsten wärmen sind und so weiter, hat es geschafft. Natürlich unser Verbremstkönig, unser, ich würde nicht sagen Lost Boy, aber er ist dieses Jahr echt nicht gerade der Beste. Vettel natürlich, hier in die letzte Kurve rein. Verbremst, aber das haben viele gehabt. Auch die letzte Kurve, Riesenproblem. Da musste nämlich auch gut rauskommen und dann, weil ja auch diese Linie, die Ziellinie gerade mal auf der Geraden ist. Und auch hier, dann hat es Russell auch mal erwischt, die 63 hat sich auch gedreht und der hat dann das Ganze komplettiert. Also das Drehschauspiel des Freitags gestern. Und ja, war auf jeden Fall ziemlich interessant, was sich die da alle aber was da alles geschah. Und das ist halt einfach, ja. Nein, sorry, er hat es nicht mal beendet, das Drehschauspiel. Es war doch hier, kann ich mir gut vorstellen, dass das Kimi ist mit dem roten Helm, aber genau kann ich die Zahl nicht sehen. Ich glaube, da ist der Flügel nämlich davor, ich weiß nicht genau. Also da hat so viele gedreht, ich habe dann einfach nicht mehr mitbekommen, genau wie was wann. Das sind teilweise 3-4 Autos, 3-4 gelbe Flaggen an verschiedensten Stellen. Da vorne kommt einer, das könnte dann Kurve, ja, keine Ahnung, wo die Kurve, das ist diese schnelle Rechtskurve, also dieser Knick. Und ja, Verstappen sehr, sehr in Höchstform. Albon konnte da diesmal leider nicht mithalten. Eine Sekunde langsamer. Aber die Mercedes sind wieder bei der Musik. Aber auch Leclerc war richtig gut gestern. Also der holt da wirklich jeden Decker raus, was er nur rausholen kann. Jeden Meter. Auch Russell wieder richtig gut. Beide Haas geschlagen. Die Alfa Tauri brauche ich nicht sagen. Ich meine, einfach nur genial. Und ja, wir fahren hier noch eine Runde. Ich erkläre noch mal ein bisschen. Und hier fahren wir dann Vollgas durch und ja, immer noch Vollgas und wie gesagt, ab der Hälfte des Curbs bremst man hier circa, du bremst halt blind, weil da nichts ist und dann rutscht du halt auch. Die Reifen waren dann auch nach der Zeit schon durch, ich wusste nicht mal, dass man Reifen tauschen kann. Rot gibt's gar nicht in dieser Mod, also muss ich immer mit Gelb fahren. Es gibt von C1 bis 5 alles hier, einmal kurz bremsen, das ist aber auch schwierig, weil es den Berg runter geht. So, dann Vollgas, dann in diese Kurve hier glaube ich, wird es auch DS geben. In diese Kurve kann man spät reinbremsen, rechts den Curb eng nehmen und dann Vollgas rausbeschleunigen. Wurscht, ob es das Heck wegdreht. Ich finde auch diesen Bogen hier wunderschön, die haben da immer so coole Brücken rund um die Strecke gebaut. Aber Luftfahrt, das geht eigentlich alles Vollgas, also ich bin es zumindest, ja, man sieht es theoretisch, alles Vollgas gefahren, aber es geht auch schön auf Vollgas. So, lala, dann denke ich mal, könnte es auch hier eine DS-Zone geben, aber das wäre ein bisschen zu kurz. Hier, ja, das ist auch so eine, wie in Spanien, so eine ähnliche Kurve. Ja, da haben sie auch so eine Kurve hier. Dann zack, zack, rauf hier. Dann ab diesen Hügel, diesen kleinen Uck, da drückst du wieder den Magen raus. Dann DS, ich weiß nicht, ob es hier dann DS während du Rennen gehen wird, nach der Kurve, also vor der Kurve. Das ist auch sehr, sehr komisch, aber du könntest auf jeden Fall gut überholen, weil da geht es richtig dran. Ja, hier früh genug bremsen, weil da vorne ist das Kiesbett und du musst auch ganz innen bleiben, weil hier rechts, ja, die nächste Kurve innen bleibt. Zack, dann die letzte Kurve, ein bisschen früh aufs Gas gehen. Egal, ob du rechts zu weit rauskommst, natürlich, das Kies darfst du nicht berühren. Und das war's dann schon. Wir fahren dann noch ein bisschen weiter, aber meine Idee, besser gesagt, meine Solution für das heutige Qualifying ist auf jeden Fall, ich sehe lila. Also, ich glaube, beide Red Bull haben gute Chancen, die Pole. Also, ich glaube, mal Verstappen hat die besten Chancen, die Pole zu holen. Und ich denke mal, dahinter könnte sich eine Überraschung anbahnen. Entweder holt sich Hamilton dann den zweiten Platz oder Bottas natürlich. Oder ich kann mir gut vorstellen, dass auch Leclerc in den Top 3 mitspielen kann. Abonniert gerne den Channel, Leute. Seid morgen gerne dabei bei der Hot Lap. Da werden wir alles nochmal geben. Ich werde noch einmal hier alles geben und rausholen. Und schaut auch gerne morgen beim Rennen vorbei. Wie gesagt, kommt auf TikTok vorbei, kommen jeden Tag 2 Videos online. Insta ist auch unten verlinkt. Und vor allem
Schau doch, oh ja, hier war dann der Wegdreh und dann habe ich mir auch gedacht, so, das kann eh nichts mehr werden. Die Reifen sind durch. Dann bin ich zwar noch ein paar Runden gefahren, aber das ist alles nicht mehr ansehnlich gewesen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder im Zweikanal. Kommt, ist auch gestern was gekommen. Schaut doch gern vorbei im Racing Action. Bis morgen und ciao.